Wir gehen vom Glas jetzt zum Sonnenschutz. Das ist unser nächstes Thema. Wir haben heute wirklich ein tolles, breites Programm, auch für, ja, für, das sind genau unsere Themen, die wir auch in der Glaswelt hier abbilden. Und wir landen jetzt in Markt Heidenfeld bei der Varema Renkhoff SE. Und in der Leitung hockt jetzt der Ulrich Lang, und das ist der Business Development Verantwortliche für die Architektenberatung. Ich schätze, dass viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch den Ulrich Lang schon kennen. Er ist ein Experte in dem Bereich, und insofern, es geht jetzt ums Geld. Es geht jetzt nämlich ums Geld vom Staat, wenn man vorhat, in den Sonnenschutz am Gebäude zu investieren. Ist das so, Herr Lang? Genau. Wunderbar. Insofern sage ich einfach, die Bühne ist Ihre, und wir sind alle sehr gespannt auf das, was Sie uns mitgebracht haben. Ja, vielen Dank, Herr Mundt, für die Vorstellung und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche Ihnen natürlich einen schönen, interessanten Nachmittag. Der Herr Mundt hat es schon gesagt, mein Name ist Ulrich Lang. Ich arbeite für die Firma Varema SE in Markt Heidenfeld. Wir sind Hersteller von Sonnenschutzsystemen und dazu passenden Steuerungen. Und ich darf Ihnen jetzt in den nächsten circa 15 Minuten, Entschuldigung, was zum Thema Förderung von Sonnenschutzsystemen erzählen. Nun, die Förderung von Sonnenschutz ist ja nicht neu. Auch in der Vergangenheit konnte man sich Sonnenschutz fördern lassen, da allerdings immer nur als sogenannte Umfeldmaßnahme. Das heißt, wenn ich meine Fassade saniert habe, habe die Fenster getauscht und in diesem Zuge auch den Sonnenschutz erneuert habe, konnte ich auch die Kosten für den Sonnenschutz fördern lassen. Das hat sich jetzt geändert. Seit Januar 2021 wird außenliegender Sonnenschutz an Bestandsgebäuden nach der BEG EM, die Bundesförderung für effiziente Gebäude, im Programmteil Einzelmaßnahme gefördert. Das heißt, auch wenn Sie jetzt nur Rollläden erneuern oder Jalousien erneuern an Ihrem Gebäude, werden diese gefördert, und zwar aktuell mit 15% der Investitionssumme. Und dazu muss man sagen, dass eben nicht nur die Produktkosten bezuschusst werden, sondern auch alle notwendigen Montage- und Installationskosten, die anfallen, werden eben mit 15% bezuschusst. Schauen wir uns kurz die Anforderungen an, die das Gebäude und auch der Antragsteller erfüllen müssen, damit man überhaupt den Antrag stellen darf. Wie gesagt, das Programm geht nur für Bestandsgebäude, und dieses Gebäude muss mindestens 5 Jahre alt sein und es muss in Deutschland stehen. Dann wichtig, nicht nur der Eigentümer einer Wohnung oder eines Gebäudes, sondern auch Mieter und Pächter können den Antrag stellen. Sie müssen mindestens 2.000 € investieren, um den Antrag stellen zu dürfen. Allerdings kann man das auch kombinieren. Wenn Sie jetzt sagen, ich dämme meine Fassade und ich erneuere den Sonnenschutz, kann man die Kosten eben addieren, um auf diese 2.000 € zu kommen. Dann ganz wichtig, die Montage muss durch einen Fachbetrieb erfolgen. Eigenleistungen werden da leider nicht gefördert. Und es muss ein von dem BAFA zugelassener Energieberater einbezogen werden in das Antragsvorgehen. Und dazu ist zu sagen, dass die Kosten für den Energieberater mit 50% bezuschusst werden. Ja, und jetzt, bevor wir uns intensiv mit diesen Förderungsdetails befassen, möchte ich noch kurz auf die Frage eingehen, warum wird denn der Sonnenschutz eigentlich gefördert? Und ja, es ist naheliegend, auch hier geht es um das Erreichen der Klimaschutzziele. Man hat erkannt, dass auch ein guter außenliegender Sonnenschutz dazu beitragen kann, dass wir unsere Klimaziele erreichen. Und zwar verhindert ein guter außenliegender Sonnenschutz, der idealerweise noch intelligent gesteuert ist, dass sich die Gebäude übermäßig aufheizen. Dann brauche ich natürlich weniger Kühlenergie. Ich kann den Kühlenergiebedarf reduzieren oder ganz vermeiden. Und das ist klar, immer dann, wenn ich Energie vermeide, vermeide ich auch CO2-Emissionen. Jetzt kann man aber richtigerweise sagen, in Deutschland sind aber die wenigsten
Wohngebäude klimatisiert. Tatsächlich sind nur 2-3% der Wohnungen in Deutschland mit einer Klimaanlage ausgerüstet. Und dann muss man natürlich sagen, ist ja das Energieeinsparpotenzial auch sehr gering. Wie gesagt, das ist richtig. Aber stellen Sie sich mal vor, wir hätten an keinen Wohngebäuden Sonnenschutz. Dann würden die sich natürlich im Sommer sehr, sehr stark aufheizen. Ein Bewohnen dieser Gebäude wäre nicht möglich. Und dann müsste man natürlich Klimaanlagen nachrüsten. Und das ist für mich jetzt auch so ein ganz, ganz wichtiges Ziel dieser Förderung, dass man einfach den Einbau von Klimaanlagen vermeiden möchte. Schauen wir mal auf das Automobil. Vor 20, 25 Jahren war es noch ein absoluter Luxus, eine Klimaanlage im Auto zu haben. Heute ist es im Prinzip Standard. Wenn wir im Bereich der Wohngebäude die gleiche Entwicklung durchlaufen, haben wir mal ein riesiges Energieproblem. Gut, jetzt kommen wir aber zu den Details. Welcher Sonnenschutz wird gefördert? Und dazu schauen wir uns ja mal den wichtigsten Passus in den Förderrichtlinien an. Und da steht, gefördert wird der Ersatz oder erstmaliger Einbau von außenliegenden Sonnenschutzeinrichtungen mit optimierter Tageslichtversorgung, zum Beispiel über Lichtlenksysteme oder strahlungsabhängige Steuerung. Ja, und für viele potenzielle Antragsteller, für Energieberater und so weiter, stand da erstmal ein großes Fragezeichen. Was ist eine optimierte Tageslichtversorgung? Was genau ist ein Lichtlenksystem und was macht eine strahlungsabhängige Steuerung? Also da gab es sehr, sehr viele Fragezeichen und auch wir konnten diese Fragen nicht beantworten, weil auch wenn man in die Details dieser Förderrichtlinie mal reinschaut, man findet keine Definitionen. Wir haben das dann, also wenn ich jetzt wir sage, meine ich unseren Sonnenschutzverband, wir haben das dann mit den Ministerien abgeklärt und haben dann folgende Definitionen festgelegt. Also klar ist, es muss sich um einen außenliegenden Sonnenschutz handeln, der außen irgendwo an der Fassade montiert ist. Dann muss der Sonnenschutz verstellbar sein. Das heißt, auch ein Rollladen wird gefördert, den kann ich verstellen. Dadurch kann ich den Tageslichteinfall in den Raum verändern. Ich kann ihn auf meine Bedürfnisse hin optimieren. Dann habe ich eine optimierte Tageslichtversorgung. So wurde das dann definiert. Und die beiden anderen Worte, die da rot markiert sind, das sind ja nur Beispiele, also zum Beispiel Lichtlenksystem oder strahlungsabhängige Steuerung. Das heißt, die müssen wir jetzt gar nicht berücksichtigen, wenn wir definieren wollen, welcher Sonnenschutz gefördert wird. Jetzt gibt es aber noch weitere Anforderungen. Diese kamen im Februar dazu. Vielleicht wissen Sie, dass anfangs auch Gelenkarmmarkisen, Terrassenmarkisen, Pergolamarkisen gefördert wurden. Die wurden dann zum 1. Februar nicht mehr gefördert. Und dann erschien eben dieser Passus in den Förderinformationen, es werden nur noch Produkte gefördert, die parallel zu Fenstern an der thermischen Gebäudehülle verlaufen. Und auch noch eine dritte Bedingung, die auch lange unklar war, muss das Produkt eigentlich motorisiert sein oder nicht? Das ist jetzt auch geklärt. Also es werden auch Produkte gefördert, die keinen elektrischen Antrieb haben. Also auch der gurtbediente Rollladen oder der kurbelbediente Raffstor wird gefördert. Jetzt schauen wir uns die förderfähigen Produkte nochmal im Detail an. Also alle Arten von Außenjalousien sind förderfähig, alle Arten von Rollläden, die verstellbar sind, werden gefördert, alle Arten von Fenstermarkisen, sofern sie, wie gesagt, parallel zur Verglasung verlaufen, sind förderfähig und auch alle außenliegenden Produkte zur Verschattung eines Wintergartens können gefördert werden. Da müssen wir uns allerdings jetzt mal einen Sonderfall Wintergarten anschauen. Das heißt, wenn der Wintergarten eine Art Wohnraumerweiterung darstellt, das heißt, er ist beheizt und er kann ganzjährig zu Wohnzwecken genutzt werden, dann werden die Produkte gefördert. Wenn es sich um einen klassischen Glasanbau handelt, der durch eine Wand und Türen getrennt ist, der nicht beheizt ist und demzufolge auch nicht ganzjährig zu Wohnzwecken genutzt werden kann, dann können diese Produkte nicht gefördert werden. Ja, welche Nachweise brauchen Sie, um den Antrag stellen zu können? Da geht es einmal um den sogenannten Herstellernachweis. Den bekommen Sie, wie es der Name schon sagt, vom Hersteller. Das heißt, wir weisen nach, dass das Produkt, das Sie gefördert haben möchten, auch förderfähig ist. Dann wird es ein bisschen komplizierter. Sie brauchen einen Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes nach DIN 4108 Teil 2.
Das heißt, Sie müssen nachweisen, dass die von Ihnen geplante Sonnenschutzmaßnahme den Energieeintrag in Ihr Gebäude auf ein für Ihr Gebäude zulässiges Maß begrenzt. Hört sich jetzt kompliziert an, ist es auch. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass selbst viele Energieberater das nicht können, weil sie gar kein Tool dazu haben, um das zu berechnen. Dazu sage ich aber später noch ein bisschen mehr. Dann brauchen Sie ein Angebot vom Fachhändler und Sie brauchen eine sogenannte technische Projektbeschreibungs-ID, also das ist eine Nummer, die Sie vom Energieberater bekommen. Nach der Fertigstellung brauchen Sie vorhabensbezogene Rechnungen vom Fachhändler. Sie müssen nachweisen können, dass Sie die Zahlungen auch geleistet haben. Und Sie brauchen eine Bestätigung vom Energieberater, dass das Vorhaben fachgerecht durchgeführt wurde. Ja, und da dieses Antragsverfahren, gerade beim Sonnenschutz, gerade durch diesen Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes, doch ein bisschen komplizierter ist, haben wir einen sogenannten Förderassistenten entwickelt, mit dem Sie alle erforderlichen Nachweise und Unterlagen relativ einfach und ohne große Fachkenntnis erstellen können. Und da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz reinklicken. Ich kann den natürlich nicht im Detail jetzt erklären. Sie sehen, hier können Sie auswählen, welches Produkt Sie gefördert haben möchten. Ich sage jetzt mal zum Beispiel eine Fenstermarkise. Dann können Sie überprüfen, ob Ihr Produkt förderfähig ist. Das hatten wir besprochen. Dann hatte ich gesagt, es geht darum, ob der Energieeintrag auf ein zulässiges Maß begrenzt wird. Dazu spielt auch die Gebäudeschwere eine Rolle. Das heißt, wir haben verschiedene Fragen dann, die Ihre Gebäudeschwere betreffen. Und dann nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dieser Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes, der muss nicht für jeden Raum im Gebäude durchgeführt werden, sondern nur für den sogenannten kritischen Raum. Das heißt, der Raum, der im Sommer am problematischsten ist, der am heißesten wird, den müssen Sie auswählen und für diesen Raum müssen Sie dann bestimmte Angaben machen zur Raumgröße, zur Anzahl der Fenster, das Baujahr der Fenster eingeben, dass wir auf die Qualität der Fenster schließen können. Und dann brauchen wir noch Ihre Adressdaten, also die Postleitzahl, dass wir auf die Klimaregion schließen können. All das brauchen wir für diesen Nachweis. Und dann kommen schon noch die Fragen zum Fenster, die Ausrichtung, die Lage der Fenster. Und dann geht es schon darum, um die Produkte. Wie gesagt, wir wollen ja hier eine Fenstermarkise uns fördern lassen. Deswegen gebe ich hier die Fenstermarkise an. Kann auch einen Farbton angeben. Gehen wir mal davon aus, in diesem Raum wären weitere Fenster, die Sie aber nicht nachrüsten möchten, weil da schon ein Sonnenschutz vorhanden ist. Können Sie auch sagen, nein, ich möchte dieses Fenster nicht mit einer Fenstermarkise nachrüsten, sondern da ist ein Rollladen vorhanden. Also auch diese Möglichkeit gibt es. Dann schicken Sie das ab. Dann brauchen wir noch Ihre Adressdaten. Und dann sind Sie eigentlich schon durch mit diesem Förderassistenten. Nochmal zusammenfassend. Mit diesem Förderassistenten können Sie überprüfen, ob alle Anforderungen erfüllt sind, dass Sie eine Förderung beantragen dürfen. Sie können überprüfen, ob das Produkt prinzipiell förderfähig ist. Sie bekommen diesen Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes und Sie bekommen von uns diese Herstellererklärung. Ja, und zum Ende möchte ich jetzt nochmal zusammenfassend den Weg zur BEG-Förderung aufzeigen. Also Sie beginnen damit, dass Sie die Förderfähigkeit prinzipiell überprüfen. Ist mein Produkt förderfähig? Dazu können Sie diesen Förderassistenten nutzen. Dann nutzen Sie ebenfalls den Förderassistenten, um Unterlagen zu erstellen, die Sie benötigen. Und Sie gehen zum Fachhändler und besorgen sich ein Angebot. Diese Unterlagen geben Sie dann dem Energieberater. Der Energieberater legt auf der BAFA-Seite eine sogenannte technische Projektbeschreibung an. Dafür bekommt er eine Nummer. Und mit dieser Nummer können Sie dann beim BAFA den Antrag online stellen. Und wichtig, erst danach dürfen Sie den Fachhändler beauftragen, also immer erst Antrag stellen, dann Fachhändler beauftragen. Der führt die Montagen aus, Sie bezahlen und danach können Sie den Abschluss des Projektes nachweisen und Sie bekommen Ihre Förderung. Ja, soweit von mir die Ausführungen zur Förderung von Sonnenschutz.
Wenn es jetzt noch Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung. Wenn später noch Fragen aufkommen sollen, wir haben auch eine Förderungsberatung eingerichtet, die Sie natürlich jederzeit kontaktieren können und dort auch dann Hilfe bekommen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herr Lang, vielen, vielen Dank von Ihnen für den tollen Vortrag, für den sehr souveränen Vortrag. Wirklich alles sehr toll dargestellt, sehr souverän. Es sind tatsächlich Fragen entstanden und die würde ich jetzt gleich mal rüberbringen. Ich fange an mit der ersten Frage. Benötige ich zwingend einen Energieberater, um den Antrag zu stellen? Oder geht das auch ohne, wenn ich den Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes selbst mache? Nein, leider nicht. Also Sie brauchen zwingend einen Energieberater. Wie gesagt, der Energieberater muss auf der BAFA-Seite diese technische Projektbeschreibung anlegen. Und das kann nur er machen mit seinem Zugangscode. Das heißt, nur er kann diese technische Projektbeschreibung anlegen, dann bekommt er die Nummer. Und Sie brauchen zwingend diese Nummer, um den Antrag stellen zu dürfen. Also ganz klar, man braucht einen Energieberater. In jedem Fall. Dann eine weitere Frage. Werden auch die Kosten für eine nachträgliche Elektrifizierung und einer Sonnenschutzsteuerung gefördert? Ja, also gehen wir mal davon aus, Sie haben einen Sonnenschutz vorhanden, einen Rollladen, der jetzt elektrifiziert werden soll. Das heißt, da müssen Leitungen gelegt werden und Sie möchten eine Steuerung nachrüsten. Dann werden auch diese Kosten mit 15% bezuschusst. Wunderbar. Also wenn Sie jetzt einen Sonnenschutz nachrüsten mit Steuerung sowieso, dann ist das ein Paket. Aber selbst wenn ein Sonnenschutz schon vorhanden ist und Sie wollen nur die Steuerung nachrüsten, ist das auch förderfähig. Gut. Weitere Frage. Gibt es die Förderung nur als Zuschussvariante oder kann ich auch einen zinsgünstigen Kredit mit Tilgungszuschuss bei der KfW beantragen? Das gab es mal. Also am Anfang konnte man sowohl diese Zuschussvariante wählen als auch einen Kredit bei der KfW beantragen. Das hat man jetzt aber eliminiert. Es gibt nur noch die Zuschussvariante. Kann man herstellerunabhängig das Programm nutzen? Selbstverständlich. Also das Programm ist allgemein gültig. Es ist halt von Varema gemacht, aber Sie können das für alle möglichen Sonnenschutzprodukte nutzen. Und dann habe ich was gelesen in meiner Vorbereitung, es gibt noch so ein Cashback von Varema, ist das so? Das ist genau der Grund. Wir haben uns die Arbeit gemacht, haben dieses Tool entwickelt. Das hat uns natürlich auch Geld gekostet und Arbeit. Und deswegen sagen wir jetzt den Leuten, die dann wirklich auch das Tool nutzen und ein Varema-Produkt kaufen, Dankeschön, indem wir 99 Euro Cashback zurückzahlen. Also so eine Dankeschön-Prämie. Wunderbar. Herr Lang, ich danke für Ihre Ausführungen und wünsche alles Gute nach Marktheidenfeld. Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Ebenfalls. Wiederhören. Und hier auch nochmal die Kontaktdaten von Ulrich Lang eingeblendet.